Herzlich willkommen zu dem Video Euro als Leitwährung und Mehrwertsteuerabrechnung erstellen. Das geht nur in der Version 2024 oder nachher höher natürlich, tiefer geht es nicht. Ich zeige euch, was ihr alles einstellen müsst in der Version 2024, dass ihr eine Mehrwertsteuerabrechnung in Schweizer Franken könnt erstellen könnt. Wir gehen in die Applikationseinstellungen, gehen da auf Kursart. Und da ist jetzt am Anfang natürlich leer. Da habe ich es jetzt schon aktiviert. Das heißt, man kann da auswählen, okay, es ist der Buchungskurs, wie die meisten so brauchen, und sagt, ab wann das es gültig ist. Das muss eingestellt sein. Sonst geht schon mal nichts. Dann natürlich müssen die Konten, die ihr da hinterlegt habt, müssen alle also Schweizer Franken sein. Also die sind nachher auch vom Mehrwertsteuergut hinterlegt. Die müssen in Schweizer Franken sein. Wie auch das Abrechnungskonto. Welches auch immer, was ihr da jetzt habt, auch für die Differenzen, das muss immer in Schweizer Franken sein. Sonst geht es nicht. Also nicht so wie alle anderen Konten in Euro, sondern ihr müsst es in Schweizer Franken haben. Das ist mal sehr wichtig. Dann gehen wir da auf Mandantinformationen. Das ist auch sehr empfehlenswert. Nein, ist eigentlich wichtig. Wir müssen es umstellen. Fremdwährungstabellen auf Mandant. Das hat einen Grund, weil normalerweise sind wir in Schweizer Franken und all die Kurse würden dann nicht funktionieren. Das heißt, auf Mandant umstellen. Dann in der Fremdwährungstabelle müsst ihr Schweizer Franken auf 1 umsetzen. Nicht 100, sondern 1. Der Euro ist auch 1, eigentlich sind alle 1 dann. Im normalen Schweizer Franken-Mandant wäre ja Schweizer Franken 100. Da ist es 1. Und dann geht die Rundung auf 0,1 natürlich setzen beim Schweizer Franken. Das ist auch wichtig. Dann gehen wir weiter. Können wir Kurs importieren? Also entweder nehmen wir da manuell. Ihr seht auch, es sind EZB oder ihr macht es da zeitgesteuert. Geht da oben drauf. Sagt da jetzt zum Beispiel den Monatsmittelkurs. Wählen da jeden Tag. Halt's dann eh noch einmal. Sagt, ich will das zum Beispiel am 8. holen. Okay. Macht okay. Und dann ist es schon hinterlegt. Das heißt, wir können jetzt auch da mal geschwind den Monatsmittelkurs hinzufügen. Sorry, hinzufügen. Ihr seht da, er geht da auf die API, Gateway und sagen wir starten. Also der Halter von der EZB. Dann gehen wir weiter. Kurstabelle. Ihr seht, er hat jetzt den eingesetzt. Ist wichtig, weil es natürlich anders gerechnet. Ich habe da im Vorfeld da geschieht auch einen da, einfach für jeden Monat, dass es auch berechnet. Darum ist es wichtig auf Mandant. Da habe ich gesagt, jeder Mehrwertsteuer muss Schweizer Frankenkonto haben da unten. Also egal welche das er hat, es müssen Schweizer Frankenkonti, also Steuer- und Hilfskonti sein. Das ist einfach nochmal gesagt, und es ist wirklich wichtig. Nicht in Euro. Dann machen wir da mal eine Buchung. Also ich habe da schon ein paar gemacht. Mach dann einmal eine. Machen wir da 10, 20 und 3000. Also das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein Schweizer Franken Bankkonto als Beispiel. Das Gegenkonto ist dann natürlich ein Euro. Und mache jetzt da mal geschwind Betrag, errechnet alles um mit dem Kurs, den wir haben, auf der Tabelle. Und jetzt sehen wir auch da unten, wir haben da Schweizer Franken Mehrwertsteuerbetrag und da den Eurobetrag. Test. Das gleiche, ob jetzt da jetzt gerade der Kredit Beispiel, macht da von mir aus nochmal geschwind eine Rechnung. Abacus ist der Lieferant. Machen wir da 1, 2, 3, 4. Machen wir da Test.
machen wir da jetzt zum Beispiel? Weiß doch auch nicht. 3. Mach da mal 500 Franken. Da rechnet er alles um. Ich mache das alles als Zahlweg und speichere. Das heisst, wir können jetzt mal schön gucken in der Abrechnung. Erste Quartal. Und er macht es jetzt in Schweizer Franken. Also wir können auch von der Buchung draufklicken, wie immer. Und er macht es in Schweizer Franken. Wir sehen hier den Schweizer Franken, die 25 und auch da die 25. Also das funktioniert einwandfrei. Und am Schluss können wir da reingehen und haben unsere Mehrwertsteuerabrechnung in Schweizer Franken. Es geht also erst ab Version 24. Das ist es. Dashboard, die kann man natürlich dann noch anpassen. Ist jetzt natürlich vom Mustermandant her in die Schweizer Franken. Und das ist es von dem kurzen Video. Was ihr einstellen müsst, ist relativ zügig gemacht. Wichtig, ab Version 2024. Merci vielmals. Mein Name ist Dominik Adam von startnow.support. Abonniert unseren Kanal, bitte.